Hallo Seven vs. Wild Team, hallo Fritz und auch hallo alle an alle anderen Mitbewerber und Zuschauer. Hiermit möchte ich mich für die Seven vs. Wild Card bewerben. Mein Name ist Marvin, alle nennen mich Marv. Ich komme aus Bremen und so zu meinen Hobbys zählt halt unter anderem auch das Draußensein, das Wandern und Wildcampen, ein bisschen Bushcraft und alles, was da eigentlich so zugehört. Ich bin gern unterwegs, gern draußen. Reise auch so quer durch Deutschland ab und zu, um dort ein paar Videos aufzunehmen, um da ein bisschen draußen zu sein, um da was zu erleben, mir neue Orte anzugucken und einfach immer irgendwie eine schöne Zeit draußen in der Natur zu verbringen. Ja, deswegen freue ich mich jetzt, ein Bewerbungsvideo für die Seven vs. Wild Card aufzunehmen. Wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Warum möchte ich bei Seven vs. Wild dabei sein? Und zwar so auf meinen Touren, die ich so mache, stelle ich mir immer kleinere Challenges selber für mich. Und ich denke oder ich weiß, dass Seven vs. Wild eine sehr große Challenge werden wird für mich und auch, ich denke, für alle anderen. Ich glaube, ich würde das sonst nie in dem Umfang realisieren können oder nur sehr schwer, eine Challenge der Art mal mitzumachen oder mal zu machen. Ich habe mich dieses Jahr bei so ein paar Wanderungen angemeldet, wie zum Beispiel Megamarsch in Köln, die 100 Kilometer und so weiter. Einfach nur, um wirklich mitzumachen, um das für mich zu schaffen. Und genauso sehe ich das bei Seven vs. Wild auch. Ich möchte da gerne mitmachen, um für mich mich selber herauszufordern. Ich möchte an meine Grenzen gehen. Ich will das einfach durchstehen und überleben. Ich weiß ja nicht, wie schlimm es wird. Ich weiß gerade gar nicht, muss ich in die Richtung oder in die Richtung. Ich laufe jetzt erstmal in die Richtung. So, mal schauen, wo wir da ankommen. Deswegen würde ich gerne dabei sein. Warum ihr euch für mich entscheiden solltet? Ja, gute Frage. Ich denke, es werden sich sehr, sehr viele interessante andere Charaktere bei euch bewerben. Einige davon kenne ich persönlich. Einige davon kenne ich von YouTube. Einige davon kannte ich noch überhaupt nicht. Verfolgt die Videos mit großem Interesse auf jeden Fall, die ganzen Bewerbungen, und war eigentlich schon so an einer Stelle, wo ich mich dann doch nicht bewerben wollte und dann wieder doch, und da war das so ein bisschen hin und her, und jetzt habe ich mir halt einfach gesagt, ach, mach doch einfach. So, und ich bin halt auch nur einer der ganzen Charaktere, die dort sich bewerben. Aber ich denke mal, ich habe die gleiche Chance wie alle anderen auch. Und würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr euch für mich entscheidet. Ich werde jetzt erstmal noch ein Stück weiterlaufen, oder jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ich in die richtige Richtung gelaufen bin. Wobei, hinter mir, das da sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt einfach den Weg laufen, weil der muss auch in etwa in die richtige Richtung führen. Und ja, man muss halt auch mal einfach was machen hier, nicht immer nach Karte laufen, das mache ich sowieso sehr ungern. Ich setze mir meistens einen Punkt, da will ich hin, und dann laufe ich in die Richtung los. Teilweise komme ich ganz woanders raus, aber das stört mich, das gehört einfach mit dazu, meiner Meinung nach. Nebenbei als Information, ich befinde mich momentan auf einer Wanderung, zweitägig, mit einer Übernachtung an einem See, an dem ich
bevor ich mit YouTube angefangen habe, bestimmt ungefähr ein ganzes Jahr vorher sogar, einmal übernachtet habe mit einer Hängematte auf einer Halbinsel, in der es dann nachts noch angefangen hat zu regnen. War auch war eigentlich eine ziemlich gute Tour, auch wenn es ein bisschen nass war dann in der Nacht. So, und da will ich jetzt heute wieder hin. Und nebenbei nehme ich dieses Bewegungsvideo für euch auf. Und nicht nur einfach nur dabei zu sein ist alles, sondern für mich auch wirklich die Challenges zu schaffen und an die Grenzen und über die Grenzen hinaus und so weiter. Meine Freunde, Arbeitskollegen und einige Leute aus den Kommentaren von meinen YouTube-Videos sagen, oder fragen eher gesagt, wie ich immer so ruhig bleiben kann. Egal, ob es stressig ist oder ich mit irgendwelcher Situation gerade nicht zurechtkomme. Kann ich nicht so richtig beantworten. Ist einfach so. Ich reg mich eigentlich so gut wie nie auf und gehe alles in Ruhe an. Deswegen denke ich auch, dass das ein Vorteil ist, bei Seven vs. Wild mitzumachen. Ja, so. An der Stelle beende ich jetzt mein Bewerbungsvideo. Ich bin sehr gespannt, ob ich eventuell sogar doch in die Auswahl komme für die Seven vs. Wildcard. Es wäre auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Würde mich übelst freuen. Ja, bis dahin wünsche ich erstmal allen Zuschauern und dem Seven vs. Wild-Team, genauso wie dir, Fritz, alles Gute. Und ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Also, Seven vs. Wild 2 wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend und sehr gut. Also, ich freue mich. Bis dahin, alles Gute.